Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder in Going Medieval. Letztes Mal hatten wir ja einige Probleme, da alle unsere Siedler gestorben sind. Jetzt müssen wir erstmal langsam weitermachen. Und dafür sorgen, dass sie jetzt im Winter nicht sterben. Wir haben jetzt den Großteil erstmal reingestellt. Und Kirchenbonus uns hier für die Tempel geholt. Gucken, ist das jetzt hier eigentlich eine Werkstatt? Ist es nicht. Ein Nähplatz und zwei Werkzeugwandregale. Werkzeugwandregal. Werkzeugwandregal, Nähplatz. Oh. Also da ist schon mal kein Fußboden. So. Aber es hat Wände, Türen. Ein Dach. Oh. Warum ist das dann keine Werkstatt? Oder sieht man das schon wieder nur nicht? Nee, wird nicht blau angezeigt. Der Untergrund. Wir haben doch aber alles. So, ein Nähplatz und zwei Wandregale und keine Unterhaltungsstrukturen oder Tempel. Warum wird denn das dann nicht als Raum gezählt? Und die innenliegenden Türen können wir unverschlossen machen. Dann kommen die da schneller durch. Hier ist jetzt auch eine Wand. Also können wir die Tür auch auf unverschlossen stellen. Hier und unser Schneidert. Ah, da kommt er. So, das ist eine Außentür. Hier haben wir noch Türen, die wir unverschlossen machen können. Weil dann bremsen die nicht ab, wenn sie durch die Türen müssen. So. Na, oder. Das ist nur ganz schwer halt zu erkennen. Gucken, hat er einen Bonus? Ja, doch. Innenbereich Werkstatt. Also man sieht blau einfach, dieses Blau hier. Sehr schlecht. Dann können wir das ja wieder ausblenden. Weil dann schreitet die Forschung ein kleines Stück schneller voran. Jetzt liegt hier Winterkleidung und keiner zieht sie an, oder was? Ja, verarschen. Kocht eigentlich irgendeiner? Nein, nicht Forschung, sondern hier. Können wir wieder umstellen. Dass sie ein Mahl essen. Ich glaube, das macht die auch ein bisschen glücklicher. Und dann werden wir jetzt ganz langsam Stück für Stück im Winter nur machen. Und
Handelskarawanen ist mir super egal. Also hier ist er, dann ist nicht verboten, wenn sie die wegräumen, gut. Macht der Hund auch direkt? Hunden von Siedlern, warum denn jetzt schon wieder? Unterkühlung. 3 Meter durch den Schnee gegangen ist, oder was? Aber warum ziehen sie jetzt die Winterkleidung nicht an? Zieh doch mal das an. Dann der hier. Anziehen. Dann Warp. Anziehen. Und der hier. Anziehen. So, wenn er 10 gemacht hat. Das heißt auch, wir haben 0. Ach, da, Kacke, das ist Sommerkleidung. Ah. Oh, Scheiße. Ja, das ist jetzt ja schlecht. Wir bräuchten eigentlich doch einen zweiten Nähplatz. Dass irgendein anderer auch noch hier was herstellen kann. Weil wir brauchen halt unbedingt die Winterkleidung. Vier Stück brauchen wir noch. Taugt die Kappe überhaupt für den Winter? Dann können wir davon einfach nämlich auch 10 herstellen. Ja, da kann er einfach alles benutzen. So, hier ist gleich der zweite Nähplatz fertig. Den stellen wir hier auch mal ein. Zehn und 10 Kappen. Da fehlt noch ein bisschen Fußboden. So. Aber die laufen ja trotzdem raus. Weil sie in den Keller wollen. So. Dann planen wir einfach mal hier in der Nähe. So. Also 3 breit machen wir den Turm. Machen wir den hier hohl, damit wir Kalkstein sparen. Oder machen wir den 4 breit und ziehen jetzt so eine Wand. Sieht besser aus. Ja, wir bleiben mal so. Obwohl, wir lassen das erstmal. Und überlegen uns jetzt die Straße, die wir natürlich nicht sehen, was aufhört, anzeichnen. Wir können ja mal gucken hier, warte.
Jede Kunst, welcher war denn das? Guck mal, der hat 2 Sterne. Ja, krass. So, hat eigentlich irgendeiner mal nicht ein Lagerfeuer drinnen platziert? Also, er hat einen Esel. Sieben Eisblöcke hat er, aber die stellen wir ja selber her, da gerade Winter ist. Pelztuch solide, das bringt ja mal gar nichts. Vielleicht Winterkleidung? Er hat 103. Ach, wir haben 1000 Kalksteinziegel. Wollen wir vielleicht sein Leder? Er hat nichts zu trinken, ne? Naja. Wir könnten ja. Aber 6 Gold für Leder. Wir haben aber nichts Sinnvolles, was wir ihm anbieten können. Eintopf, aber stellt ja gerade auch keiner her. Er kann ja unsere Setzlinge haben. Ja, krass, geht ja mal super. Oh. Eichensetzling. Oh, nee. Apfel behalten wir aber du. Da können wir den wieder nicht anbauen oder so. So. Ist er überladen? Was ist, wenn wir den Esel nehmen? Ist er immer noch überladen? Was fliegen die Dinger? Ist ja chronisch überladen. Immer noch. So. Aber halt, wenn man sein. Ja, dann geht sein Gewicht runter, weil er nichts mehr zum Tragen hat. Ah, dann. Egal, machen wir das einfach so. Ausrichtung zum Eingestiegen, ja super. Hätten wir lassen können. Gut, jetzt müsste mal der Schnee kurz schmilzen. Damit wir sehen, wo der blöde Weg ist. So, und hier können wir ja. Wir müssen da noch eine Treppe hochbauen. Gucken, wie würden wir die hinsetzen? Vielleicht so. Warte, ist 2 hoch, ne? Ja, aber bis zum Turm reicht's. Vielleicht so. Die Wand hier vorne 2 dick machen. Da eine Treppe. Und da eine Treppe. Dann kommt da ein Stein hin. Da einer. Nehmen wir einen Kalksteinboden.
So. Vielleicht. Erstmal. Ja, jetzt wäre halt super, wenn wir was sehen würden. Na, warte, hier machen wir am besten, weil die ja immer noch keine Winterkleidung haben. Was ist denn hier draußen im Schnee? Außen im Schnee, okay. Nehmen wir ganz einfach einen Holzboden. Das ist ja ärgerlich jetzt hier. Elf geht kein Balken. Wie eng können wir das denn bauen? Obwohl, warte mal, wenn wir so machen. So. Da jetzt ein Balken zwischen. Das würde sogar gehen. Dann setzen wir hier einen hin. Was? Zwischen zwei Wänden. Doch gemacht. Vielleicht so. Obwohl, das ist doof. So. Nee. Der kommt weg. So. Können wir den Boden nämlich noch weiterziehen? Kommen da Schutzbalken hin? Ist das schon einer? Ja. Ein Dach können wir uns nicht leisten, haben kein Stroh. Aber wir können so machen. Obwohl, dann brauchen wir gar keine Stützbalken. Können die Stützbalken, nimmt da die automatisch weg. Müssen wir selber wegnehmen, gut. Eine Tür. Wir wollen den Stützbalken anwählen. Oh ne, der ist aber... Nein. Hm. War nicht angewählt, wa? Machen wir halt so. Dann verschwindet er. So. Ja. Hier eine Tür. Da eine Tür. Oder auch nicht.
wir uns das mit den Stützbalken auch sparen können. So. Den einmal kurz entfernen. Neu hinsetzen. So. Dann kommt da eine Tür hin. Und da kommt eine Tür hin. So. Jetzt gucken wir mal nach dem Dach. So. Und so. Nee, geht nicht. Da fehlt einer. Das ist jetzt ja... Hier fehlt einer. Dann müssen wir halt da noch einen hinsetzen. Können wir den jetzt setzen? Ja. So, dann müssen wir rein wackeln. An die Türen. So. Und dann ein paar Lehmbehälter. Da. Da noch ein. Dann hier so verteilen. Dann sollten wir wohl wahrscheinlich, ups, hier eine Tür einbauen. Wenn ich das wegreiße, stört es bestimmt wieder was ein. So. Dann können sie hier auch drin arbeiten. Für den Anfang. Die haben draußen im Schnee. Draußen. Oh. Der Schnee ist weg. Und den hier können wir abreißen. Die Tempel sind ja jetzt drinnen. Gut, dann können wir mal den Weg hier weiterziehen. Zumindest bis hier vorne. Mal nach da ein Weg. Da ist der Weg. Und dann nach hier vorne. Aber hier direkt das erste Haus anfangen. Ist der nah am Eingang, ne? Also erstmal müssen wir ja hier eh wegbauen, aber wir bauen es ja gespiegelt. Noch können wir es eh nicht errichten, da noch Winter ist. Jetzt erfrieren die. Aber hier das Gebäude anfangen.
Also. Das sind die beiden mittleren. Hieran müssen wir uns ausrichten. Ah. Den Weg wollte ich zum Teil auch mit denen hier bauen dann. So eine Einfassung, damit das schön aussieht. Mal sehen. Also wir müssten das eigentlich breiter bauen hier noch. Dann erst anfangen mit Gebäuden. Weil nach einem Stadttor kommt ja nicht direkt das erste Haus hier in der Ecke. Aber dann ist der Weg hier vorne an der Mauer bis zum ersten Gebäude ganz schön breit. Ich glaube, dafür haben wir gar nicht genug Kalkstein. Oder lassen wir den, also die Mauer, kommt dann übrigens noch einen höher, also keine Ahnung, warum ich hier einen Boden drauf gesetzt habe. Der Fußböden. Das kann weg. Hier liegt kein Boden drauf. Ja. So. Jetzt mal hier. Wie machen wir das? Also das hier müsste dann ja noch im Turm sein, wenn wir nämlich noch einen hochgehen. Brauchen wir ja auch eine Treppe, die nach oben geht. Würde die denn da? So ist doof. Direkt hoch. Direkt hochgehen. Aber hier, wo die Treppe endet, ist die Tür. So. Also den Eingang machen wir wohl dann 3 hoch. Also zumindest das Tor hier, den Stadteingang. Die Mauer kommt 2 hoch. Aber wie machen wir dann das mit der Treppe? Muss ja irgendwo oder machen wir die hier hin, also eine Etage höher hier hin. Und dann kommen wir nicht in den Turm, ist ja, geht ja auch nicht. Wenn wir die ja, dann komme ich auf die Mauer, also. Oder wir müssten den Turm, also das Eingangstor, noch ein breiter machen irgendwie. Dass wir hier so die zweite Treppe hinbauen.
Und dann hat man diesen Bereich hier, um hier nach vorne zu gehen. Und dann ist hier, also hier auf dem hier, ist dann die Tür nach draußen auf den Wehrgang. Das müsste ja dann eigentlich gehen, oder? Wenn wir das so machen. Wenn wir mal einmal platzieren. Also so oder ein weiter nach hier. So müsste reichen. Dann würden sie hier hoch können. Und hier wäre noch Platz dann. Einen zumindest, damit sie so rumgehen können. Weil wenn wir sie ganz hier ranschieben, die Treppe. Sieht ja doof aus, so mit dem Hochgehen. Also so. Dann hier hoch. Ich will das ja mal kurz andeuten. Die können wir ja gleich wieder wegnehmen. So, die gehen dann hier hoch. Bis hier. Hier kommen sie hoch. Dann machen wir. Hier ist die Außenwand. Ja, guck mal, das geht nicht. Wenn der hier die Außenwand wäre, würden sie ja nicht rumkommen. Dann können sie nur so rum und dann hier lang gehen. Aber wenn sie hier rum sollen, muss die Außenmauer ein breiter. Gut. So. Und die müssen ja nur in die zweite Etage, damit sie auf den Wehrgang kommen. Kommt da drunter. Unter den hier ein Stützpfeiler. Weil die Mauer geht ja sowieso dann hier lang. So. Und hier vorne kommen dann rausgehen. Noch eine dritte Etage hin. Müssen dann nur überlegen, ob wir den Bogen hier auf der zweiten Etage lassen. Können ja mal ein bisschen weiterlaufen lassen. Oder ob wir den dann auf die dritte hoch machen. Jetzt müssen wir mal sehen, was schicker aussieht. Das ist ja erstmal nur so der grobe Plan hier. Dann kommt das 4 breit. Also. Dann können wir hier, wenn wir wollen, dann nämlich auch zumachen und hier, dass es so wirklich wie ein richtiger Eingang dann aussieht. Mal schauen. Aber erstmal ist ja jetzt wichtig, der Winter. Und zu viele Aufträge sollten wir jetzt den nicht geben, weil ja noch Winter ist. Dann bauen sie halt das hier, damit wir schon mal, da wir jetzt keinen Schnee hatten, sehen, wie es aussehen soll. Und hier müssen dann nur sehen, weil das vom Eingang her, also mit dem Weg an der Mauer hier und den vier, ist der Weg ja schon sehr breit, der an der Stadtmauer entlang führt. Und bis zu den Häusern. Wenn hier dann Häuser anfangen, ist ja der Weg hier breit genug. Aber das passt halt dem Eingangsbereich nicht, weil das... Oh, warte mal. So. Wir haben noch genug. Ich meine, wir hatten noch vorhin über einen. Haben wir nicht den
Lagerfeuer eigentlich denen befohlen, die sollen es reinstellen? Damit die drinnen kochen? Ja, ich weiß auch, dass Winter ist. Das kann weg. Was ist das hier? Forschungstisch. Forschungstisch. Den verschieben wir erstmal hier. Da ist zumindest überdacht, auch wenn es keine Wände hat. So, immerhin haben sie wenigstens ein Dach. Rob ist bewusstlos. Rob. Da. Ist los. Schneidernfertigkeit nun auf Stufe 1. Warum macht die das? So. Der baut. Hat doch nur einen Stern bei Bauen. Der kann doch mal hier lieber. Fällt dann davon hier mal ein bisschen so schneidern. Weil es sind 0 von 10 fertiggestellt. Oh, endlich. Schafft Ressourcen. Wofür? Vor allem, wo ist er? Da ist er. Ja, nein. Hier, nähen. Viel wichtiger. Fraglich, ob wir das noch hinkriegen im Winter, dass die hier Winterklamotten haben. Ja gut, im Frühling brauchen wir es auch noch. Also immerhin können sie jetzt hier auch drinnen dann arbeiten. Hier ist jetzt wirklich alles abgedichtet und drinnen. Die Räume haben einen Bonus. Müssen nur noch den Steinmetztisch vielleicht irgendwo reinstellen. Die Steine werden nun halt mal hier draußen gelagert. Und ich will jetzt hier nicht noch ein kleines Gebäude hinstellen oder Wände. Machen die da jetzt nicht deren Ernst? Die wollen mich verarschen. Die haben sich da schon wieder eingebaut. Ja, ist frei. Jetzt könnt ihr da raus. Echt jetzt? Stimmt mit denen nicht. Beschafft Ressourcen. Untätig. Hä? Hier ist doch überhaupt nichts. Mal, die Treppe haben wir gerade weggemacht. Ist nicht deren Ernst. Muss ich den jetzt auch wegreißen, weil die unfähig sind, oder? Mal im Ernst. Ist nicht deren Ernst. Die sind da nicht rausgekommen. Obwohl wir die Treppe hier weggerissen haben und hier alles frei ist. Gut, mit der Unfähigkeit unserer Siedler verabschiede ich mich für diese Folge. Viel konnten wir jetzt nicht erreichen. Aber wir müssen ja auch erstmal zusehen, dass die jetzt nicht draufgehen, da wir ja immer noch Winter haben. Hier schläft schon... Haben wir keine Betten? Ja, da ist auch noch ein Bett frei. Muriel. Ja, dann nimm halt das Bett hier, ey. Mal ganz im Ernst. Es gehört Simon Rischer. Warum schläft er dann da nicht? Ja gut, das ergibt alles keinen Sinn. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hoffentlich kriegen sie dann das Gebäude da fertig.
damit sie da auch nicht mehr frieren. Der beschafft schon wieder für irgendwas Ressourcen, der soll aber schneidern. Und dann müssen wir gucken, könnt ihr mir sagen, wie ihr das seht, wegen dem Weg hier vorne. Also breit genug wäre er ja, für wenn man hier lang geht. Aber hier vorne ja nicht. Oder ob man das erste Gebäude nicht direkt hier entlang baut, sondern ein Stück versetzt. Und dann ist der Weg so breit. Wir müssen uns ja an denen hier orientieren. Ich dachte, wir machen so 4 und dann 3 in Rot. Der anderen Seite auch und dann also hier 1, 2, 3 rote und dann 1, 2, 3, 4 wieder in dem dunklen Kalkstein. Und da setzen wir die Gebäude hin. Und wer hier die erste Ecke vom Gebäude hier aber dann also hier der Weg wird breit genug, aber das mit dem Eingangstor. Also es ist ja nur die Wand, die hier steht. Und die gehen ja dann hier lang, die Gebäude. Und auf der anderen Seite ja genauso, hier lang. Der Weg ist ja aber an für sich breit genug. Lasst mich gerne wissen, was ihr da, wie ihr das seht, ob das vielleicht nicht breit genug ist. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann.